Im kleinen Tierraum warten zwei ganz süße Zwerghamster auf ein neues Zuhause. Stell sie ganz kurz vor, bitte. Und zwar sind das Trippi und Trappi, sind ganz genau genommen zwei dschungarische Zwerghamster. Das Besondere an diesen oder an dieser Hamsterrasse ist, dass sie erstens mal sehr klein sind. Diesen Strich, diesen schwarzen Fellstrich hinten auf dem Rücken haben und dass sie mindestens zu zweit gehalten werden dürfen. Weshalb sind Trippi und Trappi denn bei euch abgegeben worden? Diese zwei wurden vor kurzem abgegeben, weil der Vorbesitzer eine Tierhaarallergie hatte und deshalb diese nicht mehr länger behalten konnte. Was gibt es denn bei der Haltung im Vergleich zu normalen Hamstern zu sagen? Gibt es da Unterschiede? Eigentlich nicht viel. Diese Kleinen sind ein bisschen agiler, werden eigentlich relativ schnell zahm, sind, wie ich schon gesagt habe, also paarweise, also auch im Rudel zu halten. Vom Futter her, da gibt es spezielles Hamsterfutter, das auch ein bisschen kleiner ist, wie das gewöhnliche Hamsterfutter. Sie fressen gerne Heu, hartes getrocknetes Brot, wobei man da nicht zu viel zureichen sollte. Ab und zu kann man auch Gemüse in Form von Karotten zugeben und natürlich sollte immer frisches Wasser angeboten werden. Zur Fellpflege benötigen sie einen speziellen Chinchilla-Sand. Der ist für diese ganz wichtig, weil sie eben dadurch ihr Fell reinigen und es auch eine gewisse Art von Massage für die kleinen Tiere ist. Werden die dschungarischen Zwerghamster durchgehend im Käfig gehalten oder wird ihnen auch Freilauf geboten? Hamster sollten auf keinen Fall frei in der Wohnung gehalten werden. Sie sind sehr bewegungsfreudig und nagefreudig, also sie würden da schneller mal in den letzten Winkel verschwinden und Kabel anknabbern. Dementsprechend sollte aber die Behausung sehr groß sein, also umso größer der Käfig, umso besser natürlich für den Hamster. Kann man denn sagen, wie alt Trippi und Trappi werden können? Also bei den Zwerghamstern ist es so, die werden so circa, also höchstens 3 Jahre alt. Diese sind jetzt 4 bis 5 Monate alt, also haben sie durchaus noch eine hohe Lebenserwartung.